Moin moin liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen auf dem Asia Sports Channel. Hier ist euer Carmony von IQ Fitness und heute mit einem Thema, was mir wirklich schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es um den Mythos des eingeschlafenen Stoffwechsels. Ist ja eine Situation, mit der sich häufig viele Diäthaltende irgendwann konfrontiert sehen. Es kommt dieser Punkt, wo man irgendwann stagniert, wo es scheinbar nicht mehr vorwärts geht und der Körper wie eine Art Schalter umlegt und man einfach nicht mehr abnimmt. Und man stellt sich dann häufig die Frage, habe ich jetzt durch die Diät meinen Stoffwechsel kaputt gemacht? Bin ich nicht mehr in der Lage, weiter abzunehmen? Und ich möchte euch mit dem Video erklären, was sich dahinter verbirgt. Ich möchte euch vor allen Dingen aufzeigen, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, dass wir im Laufe der Diät einfach nicht mehr so gut abnehmen, dass da gewisse Prozesse im Hintergrund passieren, auch ganz natürliche Prozesse, die ein weiteres Abnehmen einfach erschweren. Aber es ist auf jeden Fall möglich, weiter abzunehmen. Es gibt definitiv nicht diesen Punkt, wo wir nicht mehr in der Lage sind, weiter an Körperfett zu verlieren. Das wurde hinreichend belegt. Es gibt genügend Studien. Die Paradestudie, die dafür immer wieder herangezogen wird, das ist die Minnesota-Studie und die war wirklich sehr extrem. Dort wurden männliche Probanden genommen, die wurden auf ein Kaloriendefizit von 50% gesetzt vom Erhaltungsbedarf und das mussten die über einen Zeitraum von 6 Monaten einhalten. Also eine verdammt extreme Diät und selbst hier wurde nachgeschaut, wie stark fällt der Stoffwechsel tatsächlich ab. Kommt die Gewichtsabnahme irgendwann zum Erliegen und auch dort nein. Die Leute haben weiterhin abgenommen und sind sogar in sehr extreme Körperfettregionen gekommen von 4-5%. Also das war wirklich so eine Art Hungerstudie, wenn man so will. Und dort wurde ein Stoffwechselratenabfall von maximal 40% gemessen, was jetzt erstmal auf den ersten Blick nach sehr viel klingt. Aber bei einem genauen Blick auf die Daten fällt eben auf, dass allein 25% dieses Abfalls allein darauf zurückzuführen war, dass die Probanden abgenommen hatten. Das heißt, ein ganz natürlicher Prozess. Wir verlieren in der Diät an Gewicht, dementsprechend wird auch unser Energieverbrauch niedriger. Solange wir ein Kaloriendefizit einhalten, können wir wirklich weiter abnehmen und lediglich 15%, und das ist schon eine verdammt extreme Diätform gewesen, waren darauf zurückzuführen, dass hormonelle Veränderungen zum Beispiel im Körper stattgefunden haben. Jetzt haben wir immer zwei Komponenten, über die wir die Diät steuern können, beziehungsweise das Kaloriendefizit erzeugen. Das ist zum einen die Energieaufnahme und das ist der Energieverbrauch. Die Energieaufnahme, die ist noch relativ leicht zu kontrollieren. Wir können theoretisch unser Essen tracken und sehen genau, wir haben an Tag X so und so viele Kalorien zugeführt. Aber was verändert sich im Laufe der Diät? Vor allen Dingen unser Energieverbrauch. Was beeinflusst denn letztendlich unseren Energieverbrauch? Eine Sache habe ich schon angesprochen, das ist der Grundumsatz. Ja? Das heißt, das, was unser Körper an sich benötigt, um seine normale Lebensfunktion aufrechtzuerhalten. Das Gewicht spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist mit der größte Block, der den Grundumsatz beeinflusst. Wenn wir jetzt natürlich im Zuge der Diät an Gewicht verlieren, wird automatisch der Energieverbrauch niedriger. Dann haben wir natürlich noch weitere Komponenten, die den Leistungsumsatz beeinflussen. Das heißt, unser Aktivitätsniveau. Wenn wir natürlich viele Kalorien zuführen, haben wir auch ein entsprechend höheres Energieniveau. Wir sind bewegungsfreudiger, wir haben mehr Power im Training, wir können ein höheres Volumen bewältigen. Aber auch die unbewusste Bewegung ist eine ganz andere. Das heißt, wir laufen eher mal Treppen, wir sind unternehmensfreudiger, gehen mit Freunden aus, ja, bewegen uns insgesamt ein bisschen mehr. Und das sind ganz wichtige Faktoren, die sich auch während der Diät verändern. Und das merkt man sehr deutlich und ich habe das zum Beispiel auch anhand meines Activity Trackers damals sehr, sehr gut auch sehen können, dass sich im Laufe der Diät irgendwann mein Bewegungspensum sehr stark reduziert hat, ganz unbewusst. Natürlich messbar für mich anhand des Trainingsvolumens. Irgendwann war ich einfach nicht mehr in der Lage, so viel Gewicht zu bewegen wie vorher. Ich habe gemerkt, dass meine Trainingseinheiten ein bisschen kürzer wurden und das hat natürlich insgesamt auch pro Einheit meinen Kalorienverbrauch reduziert. Ich habe aber zum Beispiel auch gemerkt, dass meine Schrittzahl abgenommen hat. Ich war früher vielleicht dann ja, häufiger mal in der Stadt unterwegs, habe mal einen Spaziergang gemacht. Was ist während der Diät passiert? Ich war häufiger auf der Couch, habe mir lieber mal einen Film angeguckt, war nicht mehr so bewegungsfreudig. Und auch das hat natürlich insgesamt meinen Kalorienverbrauch reduziert. Und da kommt natürlich noch eine Komponente dazu, über die gibt es auch schon ein Video, und das ist der Thermogeneffekt der Lebensmittel. Das heißt, alleine schon über eine Reduktion der Kalorien von, sagen wir mal, anfangs 3000 auf 2000, habe ich auch wieder niedrigeren Energieverbrauch gehabt, weil natürlich auch die Verdauung ein ja, energieaufwendiger Prozess ist, den man ungefähr mit 10% ansetzen kann. Das heißt, der Unterschied von 3000 zu 2000 Kalorien sind 100 Kalorien, die ich auf einmal nicht mehr verbrauche. Und was passiert dann im Zuge dessen? Man muss sich dann fragen, bin ich tatsächlich im Defizit? Durch die Veränderung dieser Rahmenbedingungen dann auf einmal doch nicht 2500 verbraucht werden, sondern vielleicht nur 2200.
dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich habe doch nicht das hohe Kaloriendefizit, wie ich mir das eigentlich festgesetzt hatte und verliere natürlich am Ende der Woche weniger Gewicht, als ich es mir vorgenommen habe. Oder es ist sogar teilweise so extrem, dass der Verbrauch mit fortschreitender Diät vielleicht sogar so niedrig wird, dass man 2000 und 2000 die hat und dementsprechend nicht mehr abnimmt. Und deswegen muss man sich einfach fragen, ist mein Kaloriendefizit tatsächlich ein Kaloriendefizit oder ist es nur gefühlt so? Ja? Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen verändern sich einfach. Dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren. Ja? Zum einen natürlich die unbewusste Verhaltensänderung, dass wir uns weniger bewegen. Ich habe über das hormonelle Milieu gesprochen, das heißt, unser Körper will natürlich auch ja, sich irgendwo schützen vor dieser Hungersnot, weil wir simulieren natürlich irgendwo eine Hungersnot mit einer Diät. Und daraufhin wird er gewisse Prozesse initiieren. Leptin wird runterreguliert, die Schilddrüsenhormone werden runterreguliert, Testosteron. Das sind ganz wichtige Punkte, die natürlich dafür sorgen, dass es zu diesem ja, Abfall kommt. Auch was die Hormone betrifft, haben wir einen Einfluss darauf. Zum Beispiel durch strategische Refeeds. Auch das kann man machen, indem man mal bewusst den Kohlenhydratanteil in der Ernährung erhöht, weil Insulin natürlich auch einen großen Einfluss hat, gerade auf diese Hormone, die wieder hoch zu regulieren. Aber da würde ich euch raten, euch wirklich mal 2 Tage Refeed einzubasteln, weil mit so einem Tag oder so einem kurzzeitigen Refeed hat man einfach nicht den gleichen Effekt. Und so ein Refeed hat übrigens noch einen weiteren sehr, sehr schönen Effekt. Und das ist nämlich ein Punkt, der häufig auch dazu führt, dass man vermeintlich nicht abnimmt, aber einfach das Ganze auf eine Wassereinlagerung zurückzuführen ist und das ist Stress. Wer sich in einer Diät extrem stresst, also chronisch erhöhte Stresslevel hat im Körper, der wird einfach mehr Wasser einlagern. Ja, das liegt am Cortisol und auch hier habe ich eine sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht, wenn man strategische Refeeds einbaut oder wenn man sich mal eine Pause gönnt. Einfach mal 4-5 Tage die Kalorien ein bisschen erhöhen, nicht extrem erhöhen, nicht die 4-5 Tage als Cheat-Day-Tage nehmen, sondern einfach mal den Kopf ein bisschen frei bekommt, dann hat man auch dadurch wieder 1-2 Kilo, die man innerhalb dieser Tage verliert, nur weil der Körper an Wasser mal verloren hat, dass er sich einfach mal befreit hat von diesem ganzen Ballast. Und kann ich euch nur raten, euch in der Diät weniger unter Stress zu setzen. Das ist ein Phänomen, was sehr, sehr häufig bei Frauen auftritt und ja, den Diäterfolg auch irgendwo verschleiern kann. Und es gibt irgendwann diesen Punkt, wo ich nicht mehr die Waage als Bewertungskriterium ranziehe, sondern wirklich mit dem Spiegelbild arbeite, weil es tägliche Fluktuationen geben kann von 1-2 Kilo und mehr. Und bei Frauen, die sich im Menstruationszyklus befinden, ist es noch schlimmer. Da habe ich dann teilweise noch stärkere Schwankungen. Das kann natürlich sehr, sehr frustrierend sein. Also ein bisschen entspannter die Diät angehen und ihr werdet merken, dass die Gewichtsabnahme auch wesentlich besser läuft. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt und das ist das sogenannte Underreporting. Das ist natürlich auch ein Faktor, der da häufig mit reinspielt. Das sehe ich dann mit Klienten, die zu mir kommen, die das auf eigene Faust probiert haben, die ihre Ernährung auch getrackt haben, aber vielleicht nicht so genau, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Und dann zeigt sich eben sehr deutlich, wenn sie dann wirklich mal den Teelöffel Olivenöl tracken oder die Salzstangen, die man zwischendurch gesnackt wurden oder dass man mal vom Brot von der Frau abgebissen hat, dass man an der Arbeit mal ein Viertelstück Kuchen gegessen hat, dass sich das dann natürlich so weit aufsummiert, dass dieses gefühlte Kaloriendefizit eigentlich gar kein Defizit war. Und das ist eben auch ein ganz ausschlaggebender Punkt, deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, mal wirklich genau Protokoll zu führen, um einen Blick drüber zu haben, wie viel man tatsächlich aufnimmt und zu sehen, hat man wirklich sein Kaloriendefizit eingehalten. Weil ihr werdet merken, allein über diese Faktoren kann sich das so stark verändern, das kann sich so weit annähern, dass man am Ende der Woche dann natürlich nicht abgenommen hat. Ihr seht also alles plausible Erklärungsansätze, die einfach zeigen, warum wir im Laufe der Diät weniger Gewicht verlieren oder das Ganze einfach ein bisschen schwerer abläuft, weil unser Körper sich anfängt dagegen zu wehren. Zum einen durch hormonelle Anpassung, dem wir entgegenarbeiten können durch strategische Refeeds, wo wir ganz bewusst den Kohlenhydratanteil erhöhen oder durch eine Diätpause, wo wir uns einfach ein bisschen längere Phase einplanen für die Diät, vielleicht 2 Wochen länger, dafür eben diese 2 Wochen dafür nutzen, dass wir immer so einen Zwischenstopp machen, die Kalorien erhöhen und dadurch eben unser hormonelles Milieu wieder auf normalen Niveau kriegen. Aber auch was das Aktivitätsniveau betrifft, können wir gegenarbeiten, wir können mit so einem Activity-Tracker arbeiten, wir können unser Bewegungspensum im Blick behalten, wir können aber auch versuchen, unser Training weiter intensiv zu halten, zumindest so intensiv, wie es uns möglich ist. Ich würde nicht unbedingt mehr Einheiten einbauen oder dann anfangen mit viel Cardio-Training, weil das hat natürlich einen anderen Negativeffekt und führt dazu, dass wir hier unser Stressniveau erhöhen, also ein hohes Sportpensum ist da auch eher kontraproduktiv. Die Regenerationsfähigkeit leidet darunter, das zentrale Nervensystem wird extrem belastet und das führt natürlich dazu, dass eventuell noch mehr Wasser eingelagert wird. Also ich würde nicht unbedingt mehr Sport treiben, sondern versuchen, die Qualität der einzelnen Einheiten höher zu halten. Ja?
Ja, also ihr seht, ihr habt auf jeden Fall Möglichkeiten dagegen zu arbeiten. Lernt es einfach als Bestandteil der Diät zu akzeptieren, dass es irgendwann schwerer läuft. Und ja, es liegt in eurer Hand. Ich hoffe, das Video war informativ, spannend und hilft euch soweit weiter. Kommentiert das Ganze gerne unten. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen und freue mich natürlich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Sportsfreunde, haut rein. Ciao.